Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Sherlock Holmes für Devil Starter. Ja, in der letzten Folge haben wir den Jack Cole unter Gewahrsam genommen. Also, meine Theorie wäre, er ist nicht, er ist unschuldig, weil er ist zu blöd, um eine Bombe zu basteln. Ja, er muss ein guter Schauspieler sein und er hat dieses Ding nicht, Hasenscharte. Und er hat ganz schwarze Haare. Er ist ja glatzköpfig. Also er ist das nicht. Okay, weiter Ah geht's. ja, er ist nicht zu Hause. Kann ich Ihnen einige Fragen über ihn stellen? Vielleicht gehen wir besser rein. Ich weiß nicht, wer Sie sind, Sir, aber ich muss Sie bitten, jetzt zu gehen. Mit Fremden will sie nicht reden. Mit Fremden will sie nicht reden. Wiggins kann Ihnen dabei helfen, den Exorzismus durchzuführen. Er treibt sich immer in den Baker Street in der Nähe in der Wohnung herum. Verkleidet sie sich als um das Vertrauen von Jeremiahs Mutter zu gewinnen und betreten. Ah, Exorzismus, warte! Exorzismus! Okay. Verkleidung. Ja, komm, kein Black Screen. Seelsorger, ja. Ich bin das letzte und oberste Gericht bei Fragen der Kriminalistik. So, in Lambert Street. Zuerst sollte ich mit Wiggins reden. Er ist immer in der Baker Street. Bleiben Sie hier, nicht bewegen. So, jetzt. Zuerst sollte ich mit Wiggins reden. Er ist immer in der Baker Street. Ach, Wiggins, der kleine Mann da. Okay, es ist sinnlos. Wiggins, Exorzismus. Protokoll 2.5, Lambeth Street. Klar, verlassen Sie sich auf uns. So.
Wir sind bereit. Also Leute, wir führen jetzt einen Exorzismus vor. Wir sind bereit. Die Tür ist abgeschlossen. Ich muss irgendwie die Aufmerksamkeit von Jeremiahs Mutter wecken. Okay, nein, das war zu hoch. Viel zu hoch. Nein, zu hoch. Kleiner Bengel! Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Zürne nicht, dass du nicht auch übel tust. Vielen Dank, Vater. Sie sind so nett. Diese Bengel machen immer Ärger. Aber wo bleiben nur meine Manieren? Kann ich Ihnen zum Dank eine Tasse Tee anbieten? Ich weiß nicht. Gott segne Sie, Schwester. Ich heiße Margaret Thorne. Es ist eine Ehre, dass Gott Sie geschickt hat. Sie wirken traurig, Schwester. Etwa wegen diesen Kindern da? Oh nein. Wegen meinem Sohn, Jeremiah. Ich fürchte, er macht schlimme Dinge. Wie schlimm? Ich weiß nicht. Er ist so nervös geworden und wütend und grob. Dabei war er früher so ein lieber Junge. Mittlerweile verbringt er gar keine Zeit mehr mit uns. Nicht mal mit Janet, seiner jüngeren Schwester. Er verkriecht sich immer in seinem Zimmer, schließt die Tür ab und öffnet sie für niemanden. Und wo ist Ihr Sohn? Ich weiß nicht. Er ist gestern Nacht nicht heimgekommen. Ich mache mir solche Sorgen. Vielleicht ist er ja wegen seiner Arbeit weggeblieben. Wo arbeitet er? Ich weiß nicht, ob er überhaupt arbeitet, Vater. Wenn ich ihn danach frage, wird er wütend und sagt nichts. Vielleicht haben seine Freunde einen schlechten Einfluss auf ihn. Keine Ahnung. Er redet nie von seinen Freunden. Ich fürchte, mein Junge könnte vom Leibhaftigen besessen sein. Der Junge hat sich so sehr verändert. Er erzählt mir nichts mehr, regt sich immerzu auf und schreit mich an. Ich bin einfach ratlos. Der Dämon suchen? Den Dämon suchen. Grämen Sie sich nicht, Schwester. Sie haben gut daran getan zu beichten. Ich kann das Böse in diesem Haus wahrlich spüren. Oh Gott! Gestatten Sie mir, hier nach dem Dämon zu suchen. Gott segne Sie, Vater. Ein Exorzismus, okay.
Vater, helfen Sie uns. Wie Sie sehen, hat sich der Dämon in Jeremiahs Zimmer eingenistet. Ich sollte da alleine reingehen. Gott helfe uns. Schwester, warten Sie draußen. Das wird ein harter Kampf werden. Oh Gott, ich mache, was Sie sagen. Hat er vor, aus London zu fliehen? Mit so einer Spule kann man eine Bombe bauen. Wow. Das ist wohl Janet, Jeremiahs Schwester. Das ist ein Bauplan für eine Bombe. Erwischt. Das alles reicht, um Jeremiah hinter Gitter zu bringen. Offenbar wurde dieser Brief im Zorn zerrissen. Ich sollte die Schnipsel zusammensetzen, um den Text lesen zu können. Okay. Der untere Teil, hat man was? Nee, Quatsch. Okay, dann kommt das hier. Dann kommt das hier. Nein, Quatsch! Hier. Der hier, hier. Der hier, warte mal. Der hier. Oder? Ne, Quatsch, oder? Nein, doch. Okay, weiter geht's. Hey, Jeremiah. Das scheint ein Drohbrief an Jeremiah zu sein. Von jemandem, der sich der Pfeil nennt. Hey, Jeremiah, ich will dich nur daran erinnern, dass wir in einer schlechten und gnadenlosen Welt leben. Vor allem für Typen, die ihren Versprechen nicht halten. Am Ende wäre es doch sehr, sehr schade, wenn jemand, der dir viel bedeutet, wie etwa deine Schwester in deiner... Oh, ein Drohbrief. Na, schief. Der Pfeil. Er stand 1888 im Mittelpunkt eines berüchtigten Falls. Das war's. Der Dämon ist gebannt. Oh, vielen Dank, gesegneter Vater. Beten Sie jetzt für Jeremiahs Seele, Schwester. Auf Wiedersehen. Gott sei gesegnet. Wiedersehen. Bauteile. Bombenbauer. Die Bombe, die in der Wohnung geworfen wurde, wurde von Jeremiah gebaut. Okay. Jeremiah ist der Mann, den sie in der Kneipe gesehen haben. So wie auch derjenige, der die Bombe in ihre Wohnung geworfen hat. Also er hat die Bombe gebaut. Und wer weiß noch gar nicht, dass er der Täter ist. Weitere Planung. Jeremiah hat Jack der Hammer Cole besucht, um den Bombenanschlag auf sie und den nächsten Schritt des Plans zu versprechen. Gestohlene Gegenstände. Jeremiah hat Jack Hammer nur besucht, um ihm einen Koffer voller gestohlene Gegenstände zu bringen. Vermutlich wollte er die Beute verkaufen. Ja. Das war's. Er ist nicht der Dieb. Er wurde bedroht. Aber von wem?
in Archiv. Auf zur Becker Street. Paul ist unschuldig. Das Spiel hat begonnen. Der Fall. Kein Black Screen, bitte. Okay. Sherlock Holmes und Scotland Yard ist es gelungen, den berüchtigten Anführer des Warlord-Bande Percy, den Fall an Fleming, dingfest zu machen. Die Warlord-Bande war in zahlreiche kriminellen Aktivitäten verwickelt. Darunter Erpressung und das Betreiben mehrerer Bordelle, wow, von denen der berühmteste wohl der Weißen Schwan in London ist. Der Polizeieinsatz hatte ernsthafte finanzielle Konsequenzen für die Bande. Der Fall wurde vom Gericht für schuldig befunden und zu 7 Jahren Haft verurteilt. Achso, er ist auf Bewährung. Da, gefunden. Okay. Bitten Sie Lester Percy Fleming zu verpassen. Okay. Scotland Yard. Jetzt warten wir Lester Perkins. So Leute, ich habe genau was los war, es hat wieder gehangen, aber wir fangen jetzt direkt an. Ich habe einen Verdächtigen, Percy Fleming. Können Sie ihn festnehmen? Ich werde sofort den Befehl erteilen. Einige Zeit später. Inspektor, wir haben auch den zweiten Verdächtigen. Geben Sie es zu. Wir von Scotland Yard kümmern uns um Sie, oder? Nun, tot würde ich Ihnen auch nichts nützen. Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Guten Tag, Percy, der Pfeil Fleming. Ach Gott, der Versager. Versager? Sie wissen doch, was in der Baker Street vorgefallen ist. Als Versager würde ich mich da nicht bezeichnen. Geht mir sonst wo vorbei. Eine Narbe? Band. Bandfäden? Fäden? Oder bewusst? Auch für den Knopf, teure und exzellente Kleidung. Tätowierung aus dem Westgate-Gefängnis. Ja. Mehrere Ringe, prallisch. Mehrere Ringe, prallisch. Okay.
Percy Fleming, auch unter dem Namen der Pfeil. Bekannt ist er für der Warhol-Bande und betreibt mehrere Bordelle. Seine Geschäfte laufen gut, er ist ein wohlhabender Mann. Fleming ist eine modebewusste und exzentrische Person, die auf den Äußeren gut achtet. Die Narbe in seinem Gesicht stammt hochwahrscheinlich aus einer der zahlreichen Bandenfäden, in der die verwickelt ist. Der Fall hat 7 Jahre im Westgate-Gefängnis gegessen und befindet sich erst seit kurzem auf freiem Fuß. Alibi für die Tatnacht. Was haben Sie vor 2 Tagen um ca. 1 Uhr nachts gemacht? Ich war im Weißen Schwan. Im Weißen Schwan? Also in Ihrem Bordell? Das zählt nicht wirklich als Alibi. Für was brauche ich ein Alibi? Jeremiah? Sagt Ihnen der Name Jeremiah vielleicht etwas? Nie gehört. Nein. Der Fall hat Jeremiah bedroht. Ja. Was ist mit diesem Drohbrief, der Ihre Unterschrift trägt? Ach, jetzt erinnere ich mich. Drohbrief? Ach was. Der soll ihn nur an seine Schulden erinnern. Nur eine kleine Summe. Aber es geht ums Prinzip. Woher kennen Sie ihn? Er kommt immer wieder vorbei und bettelt um Arbeit. Er redet Unsinn. Ist nicht ganz dicht. Jack Cole? Machen Sie Geschäfte mit einem Jack, der Hammer Cole? Ja, mache ich. Er bringt ab und an Mädchen vorbei. Aber er ist dumm. Ein hitzköpfiger Clown. Nun, an Ihrer Stelle würde ich mir Sorgen machen. Ja? Er hat erzählt, was Sie seinem Bruder angetan haben. Und kurz gesagt, er hasst Sie. Wie lange wird das dauern? Okay, das ist anscheinend auch nicht gewesen. Cole und Fleming-Geschäfte erfragen. Percy Fleming hat ausgesagt, dass Cole Frauen... Ah, okay, jetzt Cole, es ist Cole dran. Bitte bringen Sie diesen Verdächtigen zum Verhör. Verhältnis zu Percy? Sagen Sie, welche Geschäfte machen Sie mit Percy Fleming? Was? Gar keine Geschäfte mache ich mit dem. So? Oh. Sie versorgen ihn doch mit Mädchen. Das hat er gestanden. Na, dann lügt er. Hey, warum sagst du denen, dass ich dich mit Mädchen versorge? Hä? Wovon redest du da? Also, wer lügt jetzt? Fragen Sie Percy Fleming, untersuchen Sie den persönlichen Gegenstand auf dem Scotland. Okay. Sieht nach kodierten Notizen aus. Eine Spintria, eine Bordellmünze aus dem antiken Rom. Nun, das ist geschmacklos. Also, er ist das nicht gewesen. Er ist nur ein kranker Perversling, wenn nicht. Okay, ein Archiv. Jetzt mal zu... Jetzt nach Hause gehen. Da brauchen wir handfeste Beweise. Aber jemanden beschuldigen können wir nicht. Das ist einfach zu scheitern. Es muss ein anderer gewesen sein. Okay.
Was soll das sonst gewesen sein? Kein Blackscreen, bitte! Ja, warte, Leute. Ach, jetzt. Der Text ist verschlüsselt. Offenbar mit der Cäsar-Verschiebung. Das sollte kein großes Problem sein. Cäsar-Verschiebung. Es ist ein Schuldenbuch. Und Jeremiah befindet sich auch auf der Liste. Und wer zum Teufel ist Jeremiah? Rein in die Kutsche! Schnell! Folgen Sie der Kutsche! Okay, jetzt geht's wirklich rund, ey. Nicht wundern, Leute, weil ich esse gerade Süßigkeiten. Ich muss einen Weg hineinfinden. Abgeschlossen.
wieder zurück. Oh, Scheiße. Ich hab was gehört. Da war nichts. Ein altes indisches Ritualmesser. Tuli. Nehme ich. Abgeschlossen. Schade. Frisches Blut. Zerbrocken. Rohe Gewalt. Kratzer. Hier gab es einen Kampf. Wild hat sich gewehrt, aber jemand oder etwas überzeugte ihn, es sein zu lassen. Ich weiß nicht, entweder tut er so oder er ist wirklich der Unschuldige. Oh, Scheiße. Das wird jetzt ein bisschen Ärger geben. Schlägt sich mit Hobbys und stiehlt teures Zeug. Und was ich hab was gehört. Wache schieben. Hä? Hochklettern? Weiter geht's, geh weiter! Das Arschloch schiebt hier Wache.
bewegt sich was. Ein Gongschlag würde die Wachen anlocken. Ich muss vorsichtig sein. Okay. Habe ich getan. Geschafft. Hey, aber was? Das ist der. Nee, doch nicht. Lassen Sie uns verschwinden. So hat er ihn umgebracht. Will er uns was verheimlichen? Er will uns was verheimlichen. Gut, dass Sie hier sind, Lestrade. Was ist passiert, Mr. Holmes? Wir kommen vom verlassenen St. Patrick's Kloster. Dort traf ich auf eine Gruppe von Banditen, die mich umbringen wollten. Schon wieder? Ich schicke unsere besten Männer los. Nun, es wird wohl niemand mehr dort sein, aber wenn Sie sich beeilen, können Sie vielleicht noch die Beute Ihrer Raubzüge finden. Verstehe. Und ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie Mr. Wilde hier im Auge behielten. Aber Holmes! Wilde, bitte erinnern Sie sich. Das kleinste Detail etc. Ich erinnere mich nur daran, wie die Banditen rochen, die mich entführt haben. Und dieser Jeremiah jammerte darüber, dass er für der Keil arbeitet. Sie meinen wohl der Pfeil? Na egal, Jeremiah sagte, sie sollten alle warten, bis der Keil freigelassen wird. Macht keinen Sinn, oder? Jeremiah ist tot. Mord. Orson Wilde hat Jeremiah vorsätzlich getötet, als er sie im Kloster sah. Orson Wilde hat um sein Leben gefürchtet und Jeremiah in Not. Nein. Mord. Das war ein Mord. Die Wahrheit. Orson Wilde Aussage darüber, dass Jeremiah für Percy the Fleming erarbeitet hat, klingt glaubwürdig. Nein. Eine Lüge. Orson Wilde lügt über Percy. Der Fall Fleming. Er hat Aussagen, dass Jeremiah für Fleming arbeitete, um sie auf eine falsche Fährte zu locken. Ja. Eine komplette Lüge. Kontrolle. Möglicherweise hat Percy den Fall Fleming Jeremiah seine schmutzige Arbeit erledigt lassen, weil Jeremiah ihm viel Geld schuldete. Er hat Jeremiah dadurch in der Hand. Nein. Schulden. Jeremiah schuldet persönlich den Fall Fleming viel Geld, dass er den Grund auf Fleming geschickt hatte. Nur Schulden. Super verwischt. Orson Wilde hat alle Spuren des Verbrechers verwischt. Finden Sie heraus. Mr. Holmes, können wir gehen? Das ist Wilde. Nein. 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 Das waren nur gestohlene Gegenstände.
Warum wurde ich festgenommen? Wie lange wird das dauern? Was kann ich für Sie tun, Holmes? Ich bin sicher, das war Wild. Kloster? Da gehe ich be- Nein. Bei Jeremiah steckt irgendwas dahinter. Aha! Dank diesem Wild wurde mein Analysetisch vollständig zerstört. Viel besser. Nicht aus Scotland Yard. Es ist zu riskant dorthin. Das war Wild. 100% war das er. Okay Leute, dann werde ich mal sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da, würde mich wahnsinnig freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, wisst ihr besser, was ihr machen müsst. Ihr könnt mir gerne unten einen Kommentar hinterlassen, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und dann werde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann, euer Gin Yakuza. Tschüss.